Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Ja, da bin ich wieder. Es geht wieder weiter. Immer sicher, die Ressourcen zu klappen. So, wir sind dabei, den Kupfervulkan hier sozusagen einzurichten oder ja, wie soll man sagen, ja, frisch zu machen, dass es eben bald losgehen kann da. Des Weiteren wollen wir hier noch ein bisschen Geothermalenergie anstoßen, wo sich wahrscheinlich der Raum dafür eher da hier unten irgendwo ansiedeln wird. Wir müssen ja mal gucken, wo der heiße Bereich, also es tut sich hier eindeutig hier die Linie abbilden. Ich meine, es ist eine relativ partiell kleine Dings hier jetzt hier, oder so eine Blase hier. Das ist eigentlich ganz gut, da braucht man keinen riesen Kasten. Ich meine, wir werden das auch nicht wie der herkömmliche, wie zum Beispiel bei dem Vulkan machen. Das hatte ich mir zuerst überlegt, einen großen Dampfrahmen außenrum zu bauen. Dann halt Unmengen an Wasser reinfüllen und eine riesen Bahn, die uns zum Beispiel hier das Magma dann im Kreis fährt und so weiter. Das hatte ich mir überlegt, aber das lasse ich jetzt dann doch sein. So, gut, die Pinscher-Pfeffernisse, da müsste ich mir was überlegen. Die sind ja jetzt momentan steril, ja gut, aber ich weiß gar nicht, wie viele Nüsse wir überhaupt generell haben schon. Da haben wir kein Lager für, normalerweise kommen die ja in den Kühlschrank rein oder so, aber ich habe gesagt, mit den Nüssen kann ich eigentlich zurzeit gar nicht viel anfangen. Man könnte so eine Kaffeemaschine oder was bauen. So, aber die Nüsse sollte halt weg, das ist das Problem, die stört mich hier. Weil wenn die außen anfängt hier auszugasen, wenn sie verrottet ist dann irgendwann, dann das bringt mir nichts. Ne? Naja gut, egal. Unser Raum hier, der ist ja jetzt hier auch soweit fertig. Allerdings haben wir gemerkt, dass der Minenroboter hier eben nicht das Zeug hier durchgraben kann. Das hatte. Das habe ich leider nicht gewusst und naja gut. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo beisteht. Ich guck mal ganz kurz. Ihr habt automatisch alle Materialien aus einem bestimmten Bereich aus. Steht aber nicht dabei. Da steht nichts dabei, ob der irgendwelche Probleme mit Härte oder was haben. Er hat. Ich glaube, wir könnten ein was probieren. Der ist ja eingeschaltet jetzt, ne? Strom hat er ja auch, aber wir könnten mal ganz kurz gucken. Nee. Lässt immer hier einen Grabauftrag hinmachen. Das normalerweise macht er es automatisch, also. Ja, es liegt auch nicht am Schalter, also ich kann den so oder so schalten, das ist wurscht. Der ist eingeschaltet und aber er gräbt hier nicht ab. Also er kann wahrscheinlich kein Abyssalit abgraben. Das ist vielleicht eine Sicherheitsvorkehrung. Ich weiß es nicht. Aber ja, vielleicht kann er bestimmte Materialien nicht abgraben. Dann ist die Frage, ob er Diamant abgraben kann, weil der ist ja auch ziemlich hart. Dass es zum Beispiel nur harte Materialien zum Beispiel betrifft oder nicht. Gut, ja. Jetzt ist meine Frage, wenn ich zum Beispiel die Nüsse, wenn ich die in einem Lagercontainer, im Wasserlager, tun die dann auch schlecht werden? Oder ist es dann wieder, dass die sozusagen durch das Wasser sozusagen umschlossen sind, dass da keine Luft dran kommt oder so. Dass die dann frischer halten, ne? Nee, mein Ziel ist eigentlich, ich möchte die Nüsse eigentlich, dass die verrotten hier. Sag mal so. Und dann hätte ich nicht verrottete Haufen für unsere Tiere hier zum Beispiel, ne? Die ja halt noch wacker durch hier, aber sie sind glaube ich auch schon alt. Der eine, der stirbt in zwei Zyklen und der andere hat noch ein bisschen länger. Der hat noch 15, nee, 25 Zyklen. Ja, okay. Bin halt wirklich da, ob das geht. Da könnte man auch so eine kleine Wasserstelle machen, wo man praktisch immer Nüsse reinfallen lässt. Und die lässt man dann verrotten und naja gut, man müsste es halt so timen, dass die halt relativ schnell verrotten, ne? Aber ich bin mir nicht wirklich ganz sicher, ob die im Wasser verrotten tun, ne? Gutes Problem, ich möchte es eigentlich auch nicht unbedingt hier jetzt an dem Wasserbehälter testen, weil es ja unser Brauchwasser ist hier für Kochen und so weiter.
könnte man das mal testen. Aber wo haben wir denn mal den Fall? Ja, wir hatten da, glaube ich, ewig mal hier ein Nussding stehen, aber das hat auch schon weg, ne? Haben wir irgendwo zufälligweise Nüsse, die in einem Wasserbehälter liegen oder so, die ins Wasser gefallen sind? Mal suchen. Ja, hier die verschmutzte Erde zum Beispiel, die kann ja unter Wasser nicht ausgasen. Das ist schon mal das Wichtigste. Und jo. Aber jetzt zufälligerweise irgendwas zu finden, wo Nüsse im Wasser drin liegen. Ninja-Pfeffer-Samen, aber da müssen doch auch Nüsse bei sein, oder? Nee, und wenn, dann sind sie schon abgeholt worden oder sind verrottet. Das weiß ich einfach nicht. Ah, warte mal, hier könnte man vielleicht fündig werden. Nee, da ist auch keine Nüsse da. Schade. Sonst haben wir hier keine Nüsse mehr. Ja, da blieb mir bloß noch die Option übrig, das selber auszuprobieren, ne? Okay, Nüsse, okay. Nur das Samen. Haben wir bereit. Ich meine, hier sind ja sowieso schon Keime drin, da können wir es eigentlich mal ausprobieren. Oder, ja gut, da im Schmutzwasser, da sind zwar, doch, da sind noch ein paar Keime drin, ja. Normal war der eine immer unten verkeimt, aber ja gut, es sind auch sehr wenige Keime, aber es wird uns zum Beispiel ja nichts ausmachen. Wenn wir jetzt mal einfach hergehen zum Spaß. Warte mal, das geht doch normalerweise in so einen normalen Lagercontainer rein. Ja, wir könnten auch einen Ausgeber geschwind herstellen. Nee, mach mal. Machen wir Lagerbehälter. Da sollten die Nüsse reingehen. Bin mir bloß nicht 100% sicher. Schauen wir ganz kurz nach. Lagerbehälter, essbar. Nee, essbar, das geht gleich. Oder auch Kochzutat. Aber irgendwie habe ich gemeint, die gehen da rein. Aber das ist organisch. Nee. Nährstoffreich. Kompostierbar. Ah doch, kompostierbar, Pinscher, Pfeffer, Nüsse, ja. Gut, aber wie gesagt, kompostierbar bringt mir ja nichts. Da wird es ja zur Erde einfach, schüttet ein bisschen Sauerstoff aus und wird dann zur Erde umgewandelt. Das möchte ich nicht. So, ja, wir testen das einfach aus. So, wie schaut denn das aus? Das dauert einen Moment. Dahin vergesse ich das wahrscheinlich wieder. Und was ist denn da? Ja, da haben sie wieder was fallen lassen. Am Feierabend. Könnte aufgeräumt werden. Gut, momentan ist es eigentlich ganz gut hier mit unserem Wasser hier. Ja, wenn es hier mal wieder Niedrigstand ist, muss ich das den Zeitpunkt anschnappen hier, dass ich das Wasser hier mal wieder hier reinlaufen lassen kann. Das, das stört mich da so ein bisschen, wenn der Seite rausgebrochen ist damals. Unsere Tür, ja, 235 Grad. Die hält stand. Ach, schon fertig. Gleich gemerkt. So, kompostierbar. Pinscher-Pfeffer-Nuss. Dann lassen wir uns mal ein paar liefern, damit es ein bisschen besser passiert. Machen wir das mal vor. Da, jetzt warum liegt hier Magmatit rum auf einmal. Ist komisch. Naja, gut, egal. Dann wird das Ufflet drin sein. Ja, unser lieber Autosave. Ah, ich nehme ja keinen mehr dazu, es ist Aufnahmestopp hier. Handstein, so. Aber noch keinen Nuss, oder? Dünger. Dünger wurde geliefert, okay. Ja, wir müssen doch irgendwo eine Nuss. Also, ja gut, nee. Wir können es ja forcieren, wir haben ja hier die. Hallo. Warum Lager nicht verfügbar? Kommt hier keiner hin? Halt, falscher Kanister, ja. Kommt hier keiner hin? Da müsste doch einer hinkommen. Kompostierbar? Pinscher-Pfeffernuss. Ah ja, doch. Soll der schon mal hier? Mach das mal auf 9.
Dann kommen garantiert ein paar Nüsse her, oder? Ja, warum ist denn das hier? Verstehe es nicht. Mal gucken, hier doch. Ja, da kommt man doch hin. Komisch, Lager nicht verfügbar. Lagerbehälter. Oder muss ich einen Kühlschrank bauen, weil da tun sie garantiert reinpassen. Was ist doch kompostierbar? Sonst wäre das hier Quatsch, die Einstellung. Ah, Mensch, ey. Wenn man einmal kurz was testen will, dann macht einem hier das ganze Kolumb hier einen Strich durch die Rechnung. Es ist manchmal echt nervig. Weil, es geht nicht hier. So, wartet mal, weil wir haben ja hier zum Beispiel hier Nüsse liegen. Sonst wären die schon lang geholt worden. Ja, die sind abgestanden. Die liegen hier schon eine Weile. Ja gut, die liegen zwar im Kohlendioxid, haben eine sterile Atmosphäre, aber trotzdem. Die sind trotzdem nicht mehr so gut. Die gehen dann trotzdem irgendwann kaputt hier. Das ist klar. So, ich habe jetzt hier auch mal die Kühlleitung verlegt, dass hier ein bisschen kühler ist hier unten. Aber nee, gut, ist die Kälte hier, das müsste wahrscheinlich Minusgrad oder so 4 Grad Minus haben hier oder sowas. Dass die Kälte hier noch ein bisschen was wirkt hier, ne? Aber das haben wir halt hier nicht. Naja, war ein Versuch und gedacht. So kühl ist unser Wasser jetzt eh nicht, aber es muss ja, es darf ja auch nicht zu kühl sein. So, ist jetzt der Kühlschrank gebaut, der zweite? Ups. Ja, der ist gebaut. Oh Gott, nee, das ist nicht essbar. Kocht zu stark. Da, Pinscher Pfeffernuss. So, jetzt ja. Aha. Warum kann ich dann in so einen Lachercontainer die Nuss rein? Oder tut es einfach nur den Samen hier be. Aber das ist eigentlich auch Quatsch. Da gibt es ja Pinscher Pfeffersamen für. Sehr merkwürdig. So, gut, da wurde eine Nuss geliefert. Mal kurz gucken. Fisch. Aha, ja. Nahrung wird bei 5% Frische abgestanden, bei 0% verrotten. Änderung pro Zyklus minus 25% pro Zyklus. Also dauert es 4 Zyklen, dass das Ganze hier ungekühlt steht. Jetzt auch noch hier 25%. Okay, das bedeutet, dass man die Nüsse forciert, auch in einem Wasserbehälter. Ich hätte gern die Nüsse hier weg und die hier auch. Mehr weg hier. Und nicht die, wo jetzt hier gerade vorhanden ist, hier drin. Ist da noch Platz? Ja. Das war eigentlich mein Ansinn. Aber jetzt wissen wir, dass man die kontrolliert verrotten lassen könnte, die Nüsse. Und wir könnten den Tieren hier sozusagen anstatt dieses, also zusätzlich zu dem Tierförderer, könnten wir den Tieren hier so eine kleine Gumpe bauen, wo das reinfällt, mit Wasser gefüllt und da drin kann es dann verrotten eigentlich, ohne dass uns da dann was ausgast, wenn es zum verrotteten Haufen wird. Ja, das können wir eigentlich dann machen. So, apropos. Dadurch, dass ich ja hier was reingebaut habe, müssten wir eigentlich 5 Ziegel weiter abreißen können. 91 Felder, ja, 5 Ziegel können wir hier wieder. Na, wartet mal. Dann müssen wir hier jetzt so eine Auswölbung bauen. Ja, aber wenn wir hier im Boden. Gut, da können wir dann auch noch. Überlege ich jetzt gerade schon wieder, weil jetzt haben sie ein Ei gelegt. Überlege ich jetzt gerade nämlich wieder, wenn halt da Duplikanten dann reinlaufen müssen, dann laufen sie immer durchs Wasser durch. Weil wir könnten da eine Leiter drüber. Ich weiß nur nicht, ob sie dann die Leiter auch nutzen. Also die kann ja eigentlich hier weg. Wenn wir jetzt sagen, naja gut, wir bauen hier eine Gumpe hin.
da hier in dem Bereich. Ich würde es am liebsten eigentlich hier hinten bauen. Und dann lassen wir es da über den Ausgeber reinfallen. Irgendwo so einen Nussbehälter bauen, praktisch so einen Kühlschrank oder was. Den können wir ja auch. Ja, ich überlege mir das noch so ein bisschen. Aber wir können hier ja schon mal vier Felder abreißen. Da ist im Prinzip, wird das hier neu gebaut und hier wird abgerissen. So, da wird eine Eierschale oder was geliefert, ja. So, das weg. Dann bauen wir da einfach wieder zu. So, und hier unten können wir es eigentlich schon mal vorsehen, dass wir hier so ein Blödsinn, Quatsch. Wir machen das mal so, dass wir hier so eine Wölbung hinbauen. Für den Raum. So, jetzt habe ich gesagt, hier muss es wieder zu, ne? Ich meine, die Ecke macht uns nichts aus, wenn es hier so ist. Ah ja, der eine ist jetzt, ach so, der eine ist gestorben und der andere, ja gut, der hat das Ei dann hier. Ja, der eine ist gestorben, genau. Gut, der macht es dann auch gleich, aber naja gut, es gibt schon wieder ein Ei drin. Und wir haben ja noch welche da von den Tieren. So, was haben wir jetzt für eine Raumgröße? Ja, genau. Und hier wird dann gebaut. Warte mal, das Wasserstoff. Ich möchte jetzt nicht da nach oben laufen lassen. Unbedingt. Der Kohlendioxid, naja gut, der sammelt sich ein bisschen an. Wenn es zu viel wird, tut der Reiniger das natürlich wegreinigen. Aber wir sehen halt, dass sich hier wieder so eine Ansammlung bildet. Gut, hier oben kommt auch CO2 runter, wenn es denn sein muss. Aber was ist denn jetzt hier los? Warum werden es hier nicht gebaut, Leute? Hm? Warte auf Lieferung, warte auf Lieferung, warte auf Lieferung. Also Lieferproblem, ja, dann müssen wir hier mal höher stellen. 40 Kilo, das war jetzt aber nicht viel. Egal, wir wollen eigentlich woanders weiter, aber wir müssen mal gucken, ob das jetzt hier 8G. Die Leiter ist auch noch nicht fertig. Ach Mensch, Leute, was macht ihr den ganzen Tag? Na gut, ich hatte das ja. Ach, das Lager ist wieder voll. Schön. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Schau mal, nee, das ist falsch. Da machen wir einfach mal das raus. Gibt hier eine große Nuss, dann machen wir es wieder rein. Das können wir jetzt zerlegen, weil das hat keinen Sinn. Man könnte es tatsächlich in so einem Raum lassen, weil wenn da der Sauerstoff frei wird, dann ist es im Prinzip schon egal, ne? Und dann könnten wir ja, das ist ein Problem. Wir müssten da unten eine Waagschale einbauen, dass wir nicht zu viel da reinschmeißen. Dass wir so ein bisschen was aufheben. Ich glaube, die Waage wird vom Wasser zum Beispiel nicht beeinträchtigt. Wo ist denn die Waagplatte hier? Wasser sollte dem eigentlich beeinträchtigen. Gold sein. Gold haben wir keinen Vulkan, wo wir zum Beispiel nutzen können. Das wird uns auch ein Problem werden irgendwann. Wenn wir Gold aus dem Weltraum beschaffen dann. Ja. So wird es auskommen. Gut, wie schaut es denn jetzt? Ist ja. Ah, gut. Schön. Das eine Eck hier. Ach, das wird auch gebaut. Nee, doch nicht. Es wurde nur beliefert, aber da fehlt immer noch was. Und das kann wahrscheinlich wieder keiner bauen, weil keiner drankommt, ne? Kann ich mir fast so denken, ihr seid mir so Helden. Da wartet mal, ach ja, das soll. Was habe ich mir dabei gedacht?
Das soll ja Wasser rein. Leute, 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 Leute. Also da machen wir auf jeden Fall zu. Und hier machen wir... Ja, da machen wir einfach mal eine Insulated Manual Airlock Door. Na gut, die muss jetzt nicht, aber wir haben es ja. Am Ende, wenn man alles hat, dann ist es eigentlich wurscht. So. Jetzt brauchen wir das mal besser auch aus Ziegel machen hier. Weil ich da schlechte Erfahrungen habe, wenn ich das nicht mache, dass dann diese Airlock Door irgendwie teilweise undicht ist. Leiter Kabel. Leiter Kabel. Wo haben wir denn Strom hier? Weil überhaupt kein Strom da, okay. Das ist eigentlich wurscht, wie man es anschließt. Das jetzt sollte man halt schon mal vorverlegen, den Strom. Bis mal, wenn man nämlich nachher keinen dahin legt, dann hat man ein Problem. Dann gibt es oft ein kleines Problemchen. Oh, das ist die Leitung. Na gut, die können wir auch. Die können wir auch bis da hoch. Ups, ja. Also das manchmal. Mal bis da hochführen hier die Leitung. Eigentlich. Das spricht dagegen, wobei. Ja, ich bin ja. Die Leiter brauchen wir jetzt nicht formalisieren hier, dass die. Aber hier könnte man noch den Dinger abgraben, das ist ja ein bisschen doof. Geh! Klappst es, die Nuss muss raus, die muss weg hier. Die macht jetzt noch, hat nur Probleme. Haben die jetzt ernsthaft hier oder was? So. Noch abermals hier. So, die sollen das ja nicht. Also wenn ich einen Aufräumauftrag habe, dann müssten die doch eigentlich jetzt haben sie endlich abgrund. Ja, Gott sei Dank, Leute. Gott sei Dank. So. Okay. Jetzt können wir hier weitermachen. Oder ach gut, wir müssen noch warten, bis es hier gebaut wird, dass wir priorisieren. Das Material kann auch mal weg hier. Ja, ich komme heute zu gar nichts. Alter, das läuft so schleppend hier. Das ist schlimm. Ich wollte da ein bisschen mehr haben. Ich wollte echt ein bisschen mehr haben hier. Was haben wir da? Ich muss das, der ist mir egal. So. Wasserstoff, ja, schön. Der kann hier sein. Meinetwegen. Ja. Gerade echt am Überlegen, ob ich nicht hier eine Tür einbaue. Dass man das dann auf Bedarf hier runterlaufen lassen kann. Oder ob man das jetzt schon da reinlaufen lassen soll, ne? Gut, man könnte sich auch die Röhre noch ein bisschen aufheizen lassen. Damit das auf Betriebstemperatur bleibt. Weil ich habe ja die Befürchtung, dass das hier vielleicht hart werden könnte, ne? Die ganze Sache. Gut, aber wir haben hier halt offen. Aber das können wir begrenzen, die ganze Geschichte, indem wir hier einfach eine Tür dazwischen bauen. Ja, habe ich mir dabei gedacht, da kommt die Frage ist, hey, wie kommen die denn da ran? Können doch hier der Geld gar nicht aufheben. Lieber nicht aus Granit. Leider bitte aus Obsidian. So. 200 Grad, ja gut, da fangen wir von oben schon mal an, hier mit der Aufwärmung. Dauert aber trotzdem. Und wenn dann die Tür hier ist, dann kann da eigentlich gar nicht mehr so viel anbrennen, wenn wir so wollen. Kann ja hier das Ganze schon mal vorbereiten. Ja, wir bereiten das einfach schon mal vor. So, und dann, wie gesagt, machen wir hier eine Tür rein. Das ist halt die große Preisfrage. Die können wir nicht nehmen, ne? Tiny isolierte, ja, müssen wir eigentlich die hier machen. Das Magmatit, ne, auf gar keinen Fall. Mindestens Obsidian benutzen oder Keramik.
Steht hier bald nicht dabei, ne? Das andere Stahl. In der Hoffnung, dass die Tür uns nicht auch durchschmelzt, ja. Dann die hier hinbauen. Wir werden sie nicht verkabeln mit Strom. Das ist. So, die Automation habe ich jetzt schon mal abgerissen hier, aber naja. Das ist Aluminium. Nee. Oder Stahl. Wolfmarit. Wie heißt es? Nee. Wolframit haben wir noch nicht. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Schwierig. So. Eigentlich können wir ja die Leitung hier abreißen, ne? Ach, da haben sie angefangen zu graben und haben sie wieder aufgehört, ja. Ihr seid was so Helden, Leute, ey. Wie schaut es denn mit dem Öl aus? Ja, okay. Erdgas. Ja, nähert sich den 1000 Gramm hier. Ein Kilo und dann haben wir ja hier praktisch den. Ich hab, weiß gar nicht, ob das schon mal gelaufen ist hier wieder. Vakuum, nee, ist. Wird wahrscheinlich gleich verbraucht, von daher. So. Weiß gar nicht, wie man, wenn man kein Erdgas hat, dann muss man das irgendwie herstellen. Da braucht man einen furzenden Duplikanten, der dann Erdgas herstellt. Das, sonst kann man den Gasherd ja gar nie benutzen. Also, das habe ich mir ja auch schon überlegt, nämlich hier, ne? Da ist jetzt die endlich die eine Nuss hier weg. Jawohl, Perfektometer. Dann das Wasser, der Anschluss steht. Der Stromanschluss ist noch nicht gebaut, okay. Hier oben können wir aber schon mal sagen, dass wir hier die Dampfmaschine wollen. Dampfturbine. Kann ruhig aus Eisen sein. Machen wir auch mal gleich zwei hin. So, kann ich das schon mit den Schienen größeres machen? Eher weniger, weil. Ja. Könnte. Es wird halt ein bisschen anders wie der hier. Anders machen hier die Bahn. Die muss ich halt dann eh wieder modellieren. So, mir wäre es jetzt recht, wenn das hier zügiger gebaut wird. Wenn das hier auch gebaut wird. So, wie schaut es denn hier aus? Das könnte auch gebaut werden. Sehr lieb. Ja, ich weiß gar nicht, was die momentan alles so machen. So, Aluminium haben wir eigentlich gebaut. Ja, gut, da fehlt jetzt Kalk. Ja, das ist halt das Problem. Ja. Kalk. So, hier darf jetzt kein Wasser mehr rein, deswegen ist hier zu. Gut, dann steht die Kühlung halt jetzt vorläufig. Das ist eine Sicherungsmaßnahme im Prinzip, wenn hier nicht so viel Flüssigkeit rausgepumpt wird oder wenn der hier zum Beispiel in Stillstand ist, aber der läuft noch sehr lang, okay. Ja. Das wurde jetzt weitergegraben, okay. Aber hier wurde immer noch nicht. Ach Mensch, Leute. Ich hasse es. Ich hasse es. Manchmal hasse ich es. Der Ziel kann ja auch. Ich wollte mal weiter hier zu. Die kann eigentlich auch weg, weil. Also, naja, gut, nur bis zum gewissen Teil, weil das sind wieder solche Wege, die die Duplikanten dann einschlagen können. Wo ich sag, das soll eigentlich nicht sein. Das sind wieder Wegberechnungssachen dann. Ich habe schon mal drüber gesprochen. Das erfordert halt auch Rechenzeit. Und dadurch kann sich ein Spiel zum Beispiel auch verlangsamen, ne? Die Leiter können wir uns eigentlich auch schenken. Da fangen wir auch schon mit dem Demontieren ab. Nicht so arg. Da graben wir weiter. Das können wir abgraben hier. Nein, dass sie hier noch hinkommen, okay. Aber die müssen ja nicht von da einen Weg von unten nach oben haben und so. Und wahrscheinlich werde ich den hier auch noch. Ja, mal schauen. Ich werde den zumindest einschränken, den Weg.
So, das wurde gebaut. Perfekt. Dann können wir nämlich hier die Schleuse einpassen. Schleuse kann auch Eisen, weil Eisen haben wir hier auf jeden Fall einen Produzent, der uns immer Eisen liefert. So, Keramik. Na, da fehlt immer noch Keramik. So. Jawohl. Du. Gut, und ab ist ein Liter Soja. Gut, das kann eigentlich auch noch schnell weggeräumt werden, wenn wir schon dabei sind. Irgendwo wird man halt was haben, wo dann auch hier so Eisen. Das ist ein fester Eisenklumpen hier. Schmelzpunkt 1, 5, ja gut, das ist knapp am. Deswegen hat es auch so Schmelz am. Animation, heieiei. Was ist denn heute los? Wobei man hier. Ich bin mir nicht, wenn man nur so einen Zweierweg macht, dann hat Flüssigkeit manchmal so eine ganz blöde Eigenschaft. So, jetzt ist auch die Frage. Kann ein Duplikant das überleben ohne Schäden? Also bei so einer heißen Magma mit einem Schutzanzug. Ich weiß nicht, bis wie viel die Schutzanzüge aushalten. So, Wühlmaus Welp oder Plastik? Hm. Ja. Wir nehmen Plastik. Tierchen, die können wir ja selber züchten, wenn wir sie brauchen. Wir könnten dann natürlich eine Fleischzucht aufmachen mit diesen ganzen Mäusen, was aber wieder ziemlich viel Duplikantenzeit verstreichen lässt, weil wir die halt pflegen müssen. So, übrigens. Können wir den Raum ja auch schon mal planen. Was das heißt. So. Ja, inzwischen haben wir wieder ein bisschen mehr Magmatit freigegraben. Das habe ich natürlich so wieder gemacht, dass man da ein bisschen Wasser stehen lassen kann, dass es dann nicht gleich Probleme macht. Da braucht man da halt eine Kabel-Dings-Durchführung. Hat man das Starkstromkabel? Da hätte man ein Starkstromkabel. Dann haben wir sonst irgendwie noch eine Möglichkeit. Ne, hier haben wir gar keins. Das ist alles zu weit weg. Dann wird das wahrscheinlich hier durchliegen. Dann müssen wir noch Kleinigkeiten vorbereiten. Das können wir nämlich hier anhängen. Das bedeutet Strom. Leiterkabelbrücke. Hier eine. Dann brauchen wir da eine. Brücke und Brücke. Ja, das Kabel lassen wir einfach hier durchlaufen. Da stört es uns dann am wenigsten. Dann geht es weiter. Ja, nee, das passt dann so. So, das sind sie zum Teil auch schon gebaut, zerlegen. Zerlegen, da werde ich ganz verlegen. Jawohl. Weiß ich es halt nicht. Naja, doch, bitte. Ach, hat das jetzt gut geholt. Naja, ärgert mich ein bisschen. Ich habe ja Gold ausgewählt. Naja, ist egal. Wow. Leider Kabel zerlegen. Das heißt, wir können hier eigentlich schon den Weg frei für. Oh, warte mal, das geht. Aber trotzdem, wir können das mal hier freigraben. Boah, ich hoffe nur irgendwann, dass es hier nicht bricht hier. Der ganze Behälter mit dem Öl. Jetzt ist die Frage, ob das funktioniert überhaupt, was ich da vorhab. Also wir brauchen jetzt eine Platte hier. Das wird nicht gehen, dass die, oder? Müsste eigentlich. Muss auf einem freien Platz gebaut werden, in welcher Hinsicht? Muss ich da erst den Ziegel rausmachen, oder wie? Geht nicht. Ja, ich weiß es echt nicht. Oder weil da die. Ah, nee, die Tür, die ist ein Hindernis. Ah. Dann kann ich hier nicht.
Dann muss ich das hier, ja gut, dann habe ich die Brücke für umsonst gebaut hier. Nee, umsonst habe ich es eigentlich nicht, aber da müssen wir halt da einen kleinen anderen Kurs einschlagen. Da müssen wir... dann halt hier die Platte bauen. Dann eine Brücke, diesmal nicht aus Gold. Starkes Leiterkabel aus Eisen, jawohl. Kein Problem, dann müssen wir es halt so legen. Aber ansonsten ist es jetzt nur eine kleine Unannehmlichkeit hier. Ja, das ist schon freigegraben, perfekt. Die Platte, oder wir können es auch hier machen, ja. Das Wasser, hm. Ja, was soll's, dann fließt das Wasser halt da runter, da ist mir jetzt dann auch egal. Ups. Verbunden, wir können es nach hier oben, nee. Das soll ja wartungsmäßig auch hier in einer Höhe sein, dass die Duplikanten drankommen. Ups. Vermalt. Brauchen nämlich hier wieder eine Platte. Jetzt haben wir schon hier 20 Duplikanten und manchmal, ich glaube, wir müssen dann nochmal die Baupriorität noch was überprüfen, ja. Weil irgendwas stimmt da mit meiner Priorisierung nicht. Habe ich schon bemerkt. So, das ist ja soweit fertig. Das bitte. Bedeutet, wir können hier eigentlich den Auslauf hinbauen. Wenn ich den hier so ein bisschen unten baue, sollte der eigentlich sich automatisch... Ja, wir dürfen halt wieder nicht zu viel reinlaufen lassen. Den Fehler habe ich jetzt öfter schon begonnen. Aber wir können es auch nur halb voll machen, also es muss ja... Wie viel haben wir da drin? Ah, so 135 Kilo pro Block, okay. Utski. Jetzt haben sie wieder einiges zu tun. Was habe ich jetzt denn da aus? Jetzt sind wir hier graben. Ob da gleich hier plopp macht, hier das Ganze, das weiß ich natürlich nicht. So, auf das Abyssalit hier können wir schon fast pfeifen. Ist eh heiß. Ist eh heiß wie Sau. Dann fange ich mal an hier zu graben. Den Block noch weg zu graben. Und dann gibt es kein Zurück mehr, leider. Also, was heißt leider, aber dann wird's halt knapp, ne? 300 Grad, Ja, der Wasserstoff hat sich halt erhitzt. Aber die Temperatur, ja, die ist super. Ja, ich muss immer noch dran erinnern, immer mal wieder, dass das tatsächlich ein Mod ist. Und, die Türen hat man im normalen Spiel nicht. So, Vaterkarte war gerade ein ungültiger Bauort. Jetzt haben wir hier die Brühe, ja schön. Warte mal, können wir das vielleicht, dass hier irgendwie da wegläuft. Kann ja auch verschwinden hier, das kann verschwinden. Da haben wir jede Menge Kalk hier nochmal. Oder wartet mal. Ah ne, es macht keinen Sinn. Wir können ja auch nochmal geschwind ein paar Leitern bauen. Damit es hier vernünftig abgegraben werden kann. Da ist Stopp. Wenn die Leitung fertig ist. Ja. Genau. Ich bin da wieder viel zu ungeduldig. Moment mal, was ist passiert? Da ist ein bisschen Wasser gekommen. Ja, das war in der Leitung standen, glaube ich. Was haben wir da noch? Ein bisschen Lit. Dann auch noch mal. Warte mal. Ja, ich möchte den Vulkan halt nicht viel zu früh freigeben. Warte mal, den einen Block
Ein Block muss, glaube ich, bleiben. Den einen Block können wir noch entfernen und dann... Danach hat Gildetz einfach. Und ich meine, auf der Seite ist wieder die Platte, aber wir werden auf beiden Seiten eine machen. Ja, wahrscheinlich wieder hier auch. Damit es hier praktisch gleich das Material zu einem Klumpen wird. Was ist denn das hier? Ja, das ist ja Blödsinn hier. Da ist was runtergebröselt. So, wir können ja hier schon mal dann zum Teil auch aufwischen lassen. Denn was wir hier schon wegwischen, das haben wir nämlich schon mal hier nicht mehr in der Gegend hier. Das stört uns dann auch nicht mehr. So ist die Devise. Drüben. Na, was ist denn jetzt los hier? Hier drüben müssen wir dann noch auch noch eine Tür einbasteln. Aber das kann ja noch warten. Und dann brauchen wir noch eine Kühlleitung. Weil die Turbinen mit ihrer eigenen Kühlwasserleitung zu kühlen, ist ein bisschen doof. Es geht, aber wie gesagt, es ist nicht so toll im Sinne des Erfinders, sag ich mal so. Warte mal. Das Kühlleitung. Wenn wir es hier hinten entnehmen und dann muss der halt wieder orgeln, dass er das wieder runterkriegt. Aber es wäre eigentlich nicht so tragisch, wenn wir das Kühlwasser hier benutzen, ne? So, da haben wir eine Brücke drin. Ich baue manchmal Brücken ein und naja, brauche ich es eigentlich nicht, ne? Werden hier dann. Ja, die Brücke hier werde ich entfernen. Beziehungsweise. Da wird man dann eine Leitung rüberlegen. Können wir aber jetzt schon mal machen hier. Radiatorröhre. Hier schon mal Bau. Das reicht eigentlich. Ups. Reicht so eine Schleife hier. Das war so aus Eisen. Naja gut, Aluminium haben wir ja nichts mehr viel. Wobei halt Aluminium besser wäre, wenn man jetzt die direkte Kühlwassernutzung hier für die Turbine nutzen würde. Aus der Turbine selber, dann müsste man es aus Aluminium auf jeden Fall zwingend eigentlich bauen. So, die Dampfturbine wollte ich nicht. Darf ich mal das Rohr haben? Ja. Das ist vielleicht mit der Brücke versehen. So, Sanitär. Rohrbrücke. Das eine liefert, da hier liefert es und das hier geht weg. Wie bei der Heizung. So, und hier sollte auch eine Brücke, bevor ich die nicht vergesse, wenn sie schon gebaut ist. Ah, ah, die Leitung hier, Mensch. Rio. Ah, wenn es nicht anders geht. Das sollte halt hier schon mal fertig sein. So, und hier oben. Na, da kommt keiner hin. Ach so, ja. Dann machen wir hier jetzt eine frische Leiter dann. Leiter hier kann ja... Ah, nicht okay. Ich habe gedacht, ich hätte schon wieder falsches Material gewählt. Weil manchmal ist es dann so, da hat man ewig immer das falsche Material drin. Es ist dann auch sehr ärgerlich. Warum wird das eigentlich nicht abgeholt? Wir brauchen doch Kalk. So, ja, jetzt warte ich halt bloß noch hier drauf, bis das hier fertig ist. Naja, leider können wir zerlegen, okay. Und können das eigentlich gleich schon wieder irgendwo hinbringen, okay. Ja, die Brücke gebaut. So, Sanitär. Oh. Das ist jetzt aber ungeschickt. Mist. Naja gut, wir können das schon mal hier anfangen, so in etwa.
Heide Blitze. Wir können hier eine Brücke, aber das wird. Ah, das sieht halt wieder wie so ein Knoten aus hier tatsächlich. Ja gut, wir müssen hier halt dann einfach hier eine Brücke einfügen. Das hilft alles nichts, dann sieht es nicht so krass aus hier. So. Dann tun wir die Leitung hier einmal umverlegen. Ja, Autosave. Ich hasse es, wenn ich da anfange und dann kommt der Autosave. Weil es gibt dann immer ganz komische Sachen hier. So. Dann können wir das hier nämlich hier abzwicken, da abzwicken. Dann kann man nämlich die Leitung hier erstmal zerlegen. Das wird nämlich eine isolierte Leitung dann. Ah ja, das ist auch fertig. Ja gut, dann können wir als erstes mal die eine Leitung bauen lassen. La 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 la, da ist der Geist hier, der ist uns aber egal. So, das heißt, hier geht es dann wieder rein. Das ist ein Schlenker eingebaut hier. So, das machen wir dann bei Brücken hier und naja. Wie das dann hier vorrangig läuft, das sehen wir danach dann. Ja, das ist dann wieder so. Mit die Leitung. Ja, das ist jetzt ganz doof. Naja. Wie könnte ich denn das? Das läuft halt hier ständig, ne? Oder müssen es einfach so. Ja, ne, wir machen da keine Brücken rein. So, das schon mal hier so eingeplant hier, dann. Priorität. Der Rest ist mir einfach gar nicht so wichtig jetzt hier. Da hier oben kann man eigentlich auch schon mal anfangen, wenn zu graben. Naja, nee, da kommt man ja wieder nicht hin. Da müssen wir erstmal hier ein bisschen anfangen. Dann weg. Da bist du eigentlich graben können, Donner. Entschuldigung, ich habe gerade wieder mal einen Frosch im Hals. So, ah, es ist passiert, alles klar. Jetzt habe ich es aber nicht gesehen. Naja, gut. Schlickste Eier, oh, ja. Nehmen wir an. Die können wir brauchen, die müssen wir aber sofort wegbringen lassen. Lalalala, wo ist der Drucker? Da ist der Drucker. Da liegt da noch mehr Krempel, was da nichts zu suchen hat. Ja, wahrscheinlich auch Hitchling-Eier. Ja, gut, die können auch weggebracht werden. Ach, wir haben mal wieder. Naja, okay. Eine Lebensmittelvergiftung. Gut, die Küche, naja. Die ist halt auch noch nicht so, wie sie eigentlich sein soll, sag ich mal so. Man könnte hier Desinfektionsdinger hinbauen zum Beispiel, damit sich da beim Kochen, da durch Kochen zum Beispiel Keime hier keine ansteckt. Aber wenn das andere Zeug halt schon verkeimt ist, dann hat man halt das Problem, ne? Aber vom Wasser kommt es halt nicht. Vom Wasser kommt es halt nicht. Gut. Da warte mal, wie ist denn das jetzt eigentlich? Das fällt ja dann automatisch. Jawohl, da verrottet es dann automatisch. Verdorben, Nuss, okay. Dass das hier noch steht. Gut, verrottete Haufen werden im Laufe der Zeit verschmutzte Erde, okay. Dann müsste das ja wegtransportiert werden. Aber wir werden hier wahrscheinlich eh ein Schienensystem noch einbauen. Dass uns das dann hier hinliefert. Das habe ich ja schon angefangen. Die Platte ist da. Und warum ist das noch nicht gebaut? Was soll denn das?
Magmatit. Ja, warum hat das noch... Das ist schon so ewig offen, die Priorität. Gut, 5. Mit 5 funktioniert anscheinend gar nichts mehr richtig hier. Haben die so viel zu tun hier, die Leute? Kann es natürlich sein, ne? So, unsere Zeit läuft natürlich auch weg, aber jetzt haben wir das hier natürlich beendet. Was ich gucken wollte, genau, ich wollte gucken wegen Schutzanzügen. Ich muss irgendwo sehen. Ausrüstung. Atemschutz. So. Stellt sicher, dass meine Duplikanten überall mühelos atmen können. Toll. Ja. Aber wie viel Hitze die dann aushalten zum Beispiel, das steht nicht dabei. Müsste ich mal im Internet recherchieren. Na gut, wir machen jetzt eh Pause. Und dann könnte ich das gut mal nachgucken hier. Ja, also Leute. Lass hier vielleicht das ein oder andere noch fertig bauen ein bisschen hier. Oder ein paar Aufträge abarbeiten oder so. Ich sage auf jeden Fall schon mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst Like und Kommentare da. Ich sage tschüss, bis denn, euer Nego.